Wochenende. Ich fick mein Leben, einfach Klobürste mit Herzform. Ey, was ist das, Amanda? So ein Sicki. Basti, Abbruch! Abbruch! Basti! 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 Haram, ist Haram, Basti! Flieg, mein Engel! Flieg, mein Engel! Flieg, flieg, flieg! Freunde, der nächste Morgen. Gleich geht's in die Community Games. Kurzer Spaziergang jetzt. Walk of Shame. Nie wieder Alkohol. Aber geile Sonne, wow. Johnny Sins. Nicht FIFA, oh. Johnny Sins, Baby. Johnny Sins. Ja, wir gehen rein. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur 21. Episode von Rage to Commander. Es ist für mich gerade Samstag, 12 Uhr auf die Sekunde genau, starten wir rein ins Gameplay. Heute wieder epische Community Games. Ich habe gerade schon auf Twitter einen Screenshot gesehen, vor einer halben Stunde vor unserer Verabredung, wie viele Leute im Headquarter waren. Es ist unfassbar. Ich bin absolut gehypt. Ich habe den In-Game-Controller-Sound endlich gefixt. Ich höre euch jetzt über meine Kopfhörer, habe ein Ansteckmikrofon für In-Game. Ihr hört jetzt auch die Leute nicht mehr über den Controller-Sound. Es sollte jetzt alles funktionieren. Wir verbinden uns mit den Online... Ich spuck schon wieder hier rum. Mit den Online-Diensten. Ich bin geisteskrank verklatscht. Ihr habt's gesehen. Hilfe! Um Gottes Willen, mir war heute Morgen richtig, richtig, richtig schwindelig. Ich habe jetzt einen Tee getrunken, ein bisschen was gegessen, die Beine vertreten. Und jetzt gehen wir rein in die Community Games. Ich muss aber heute mit 14er Sensi spielen. 14, das stellen wir direkt jetzt schon mal ein. Heute gehen wir rein von 8-8 auf 14-14. Höher geht's nicht, ihr seht's, ich drücke wie ein Wahnsinniger. Höher geht's nicht. 14-14 ist das Maximale der Gefühle. Ihr habt es in der letzten Episode gesehen, die 20. Spezialepisode, da ging es um, wir gehen mal ins Headquarter, ich bin so gespannt, oh Gott, ich bin ein bisschen nervös. Da ging es um, Challenge-Bestrafung. Und meine Bestrafung für diese Episode ist es jetzt, 14er Sensi zu spielen, verkatert, komplett verklatscht, gegen meine Zuschauer, Community Edition. Wir sind, meine ich, bei einer 2-1-0er oder sogar unter 2-1-0. Wir gucken gleich mal bei der KD. Ihr wisst Bescheid, sobald wir unter 2KD fallen, könnt ihr mich jede Episode unter 2KD bestrafen. Schau doch, Ding. Es geht schon los, hier sind die Zuschauer. Oh Gott, die Sensi, Miss Schwarz vor Augen, Miss jetzt schon Schwarz vor Augen. Warte. Hey, ja, Digga, da sind sie. Jungs, hallo. Ey, hört ihr mich? Hallo. Ja, wir hören dich. Let's go. Oh mein Gott. Ey, endlich höre ich euch über meine Kopfhörer. Ja. Es ist ein Traum. Ey, ich muss mit 14er sehen, sie spielen, mir ist komplett schwindelig. Oh mein Gott. Schwarzhaugen. Jetzt ja. Und auch erst schon angeschaut. Direkt erst zwei, vier Runden. Ja, Mann, komplett, ich verstehe kein Wort. Ey, Leute, was geht hier ab, Alter? Ich will nicht wissen, was gleich in der Herrschaft abgeht. Kurz mal ein paar 1v1 sitzen. Wir sind in der Warteliste. Ich mache euch mal die Facecam weg. Wir sind in der Warteliste. Platz 4. Es ist so dämlich. Das bringt sonst gar nichts. Yo, was geht? Oh mein Gott, was machst du denn? Was geht? Alter, die Sensi, ich komme gar nicht drauf klar. Wieso höre ich euch nur so laggend? Was geht, Jungs? Was geht? 35 M... Es erlägt. Hallo, hört ihr mich? Oh. John, Digga, was geht? Was geht, alles gut? Ey, Junge, ja, ui! Mann, bei dir auch. Digga, Jungs. Okay, ich glaube, ich bin gleich ran da 1v1-Liste, ne? John, was geht? Was geht, Jungs, alles gut bei euch? Es leckt übel, oder? Leckt es bei euch auch? Du leckst. Ich legge auch, ja, oder? Ich höre. Ja, du bist Liegt es am Spiel oder woran liegt es? Wahrscheinlich. Das Spiel ist überlastet oder so. Das Spiel ist komplett überlastet, Digga. Es sind zu viele RQ-Zuschauer. Es ist unfassbar. Ab in die 1v1-Arena. Ich bin dran. Platz 1 in der Warteliste. Mir ist schwindelig. Ich muss mit 14er Sensi spielen, Jungs. Das wird jetzt gar nichts. Das bringt gar nichts. Ey, wieso leckt der scheiß Voice-Chat, Amanda Satsiki?
Der Voice-Chat ist überfordert. Vivi 2 hat nicht mehr damit gerechnet. Es sind zu viele Leute auf einem Haufen. Die Server kommen nicht klar. Junge. Oh mein Gott, es ist so viel. Es darf auch nicht wahr sein. Ey Gott, wie soll ich die Folge denn heute überleben? Jungs, mach mal jetzt hier schneller die beiden. Oh Gott, ich bin dran. Jungs, ich bin dran. Ich bin nervös. Es leckt so sehr, es leckt so sehr. Was haben wir mit WW2 gemacht? Wir haben WW2 ruiniert. Puh, Digga, Alter, heute muss ich mich wirklich irgendwie zusammenreißen. Let's go! Spielen wir, ja, easy. Let's go, Jungs, da oben, was geht ab? Nein, nein, nein! Wir spielen einen gegen ohne RQ. Die Sensi, es darf nicht wahr sein, die Sensi, es darf nicht wahr sein. Jawohl! John, Junge! Hören mich die Leute eigentlich her? Ich glaube nicht. Let's go, Jungs! Ich mache jetzt eine kleine Winstreak gegen die Boys hier. Mit 14er Sensi. Schaut mal jetzt hin. Jack Daniels, 97, kriegt jetzt Sieb. Ja, tot. Jawohl! Wo spawnt der? Wo spawnt der? Nochmal da hinten? Ah ja. Feini. Feini. 14er Sensi, oh Gott, oh Gott. Das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts! Alle schauen zu. Der Druck ist hoch. Ein Kill noch. Spawnt er da hinten oder hier? Oh Gott, wie viele Leute da oben stehen! So nervös, Fußballstadion, Fußballstadion! Nein. Gott, was ist das für eine Scheißgunfight? Ey! Nein! Die Sensi, nein! Schon nichts, meine Kopfhörer sind raus. Jetzt bin ich wieder in der Warteliste 100, nein! Jungs, ich gehe als Verlierer raus. Das darf nicht wahr sein. Platz in der Warteliste 19, seht ihr das? Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, was ist hier los? Keiner hört mich auch, die Server sind überlastet. Der Voice Chat funktioniert nicht. Ich hab's 1v1 verloren. Ich hätte gegen alle spielen können, ich hab's verloren. Fordert sie zu einer Schießerei heraus. Was ist das überhaupt? Ich mach die Cam wieder an. Alter, ich bin viel zu überfordert. Was ist das? Schießen sie auf Ziele, um Punkte zu sammeln. Okay, let's go. Hä, was passiert? Jubelt vor Freude. Ah. Ah. Geht schon los? Nee, es geht noch nicht los. Hä? Hä? Bro, was ist hier los, Alter? War das jetzt gerade schon diese Challenge? Was? Schießerei, Wettstreit, komm, yalla. Digga, was machen wir hier? Ja, das ist ja bossig. Bro, was machen wir hier? Oh Gott, jetzt mach ich die Punkte. Alter, meine Sensi, ich krieg gar nichts hin. Ich hab richtigen Zitteraal, ich hab richtigen Zitteraal. Ist das nicht? Aber dass man nichts hört, ist ja wirklich Blödsinn. Jetzt habe ich schon alles eingestellt und jetzt hört man nichts vom Voice Chat, weil es einfach viel zu überlastet ist. Wir haben WW2 einfach durchgebrochen. Und ich gewinne hier auch. Ja. Er hört mich. Yo, du hörst mich jetzt. Bro, wenn wir zu zweit chillen, hört man es jetzt wieder. Let's go, gutes Match. Haha, 69, jawohl. Lass zurückgehen, Bro. Abfahrt. Alter, Jungs, ey. Ich fass es nicht. Face Clancy war auch schon öfter dabei. Was geht? Was denn? Runde Timer fangen? Was? Fordern sie zu einem Runde Timer fangen heraus? Der Gegner hat die... LOL, warte! Das Fangen oder was? Als ob man Fangen spielen kann? Ah! Ey! Halten Sie, um die Gegner zum Gegner zu wissen. Was ist das? Halten Sie? Hä, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Halten Sie, um Ihren Gegner zu passen! Ey! Halten Sie, wieso? Wie funktioniert die Scheiße? Ah, ich glaube, ich muss ihm. Ey, Arschbohrer kriegt jeder. Nein, jetzt hab ich wieder. Lauf. Ey. Wir müssen auch nochmal das WW2 Headquarter E-Stack machen. Ja, Movement Gott. Ah, gejoked. Fettfinger. Freier Fall. Oh Gott. Arschbohrer kriegt jeder. Mein Movement ist besser. Ah. Was für ein Scheiß, guck mal hier. Jawohl, gewonnen!
was machen wir hier? Was haben wir gemacht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich muss erst mal einen Schluck Tee trinken. Wie wollen wir die Folge überleben? Okay, wir warten noch, bis ich in der 1v1 Arena dran bin und dann gehen wir auch schon in die Herrschaftsrunden rein. Aber was hier schon wieder los ist, das kannst du ja keinem erzählen. Das ist ja wirklich viel zu geil. So, schauen wir mal ein bisschen bei der 1v1 Arena zu, wer sich hier am besten schlägt. Siegesprozente, Genesis Smoldy, den kenne ich auch schon, der ist so lange schon dabei. 72% hat einer. Maschallah, Alter, maschallah. Wie komme ich hier nochmal rauf? Digga, einfach WW2, ich fass es nicht. Guck dir die Boys an, Alter. Me and the Boys! Hey. Flashmobben WW2. Digga, es ist zu wild, es ist zu wild, es ist zu wild. Was kann man hier eigentlich noch machen? Hier unten war doch auch irgendwas. Was war denn hier unten nochmal? Das ist doch auch so ein Minigame, oder? Guck mal, die Boys jetzt. Jetzt krieg ich Platzangst. Jungs, ey! Ey, Jungs, ich krieg Platzangst! Jungs, ich krieg Platzangst! Ah! Oh Gott! Oh Gott, ich krieg Platzangst! Was ist hier los, Alter? Zombies? Lass so eine Zombies... Die Zombies haben wahrscheinlich Zombies. Ey, ich krieg Platzangst. Ich bin Klaustrophobiker. Ey, ey, ich muss hier raus. Ich muss raus. Ah! Oh mein Gott. Ey, was passiert hier, Alter? Bah. Kann ich eigentlich auch so coole Gesten machen? Na, zack. Guck mal hier. Bam, Junge. Ey! Meine Männer, was geht? Alles gut? Wir haben uns heute hier versammelt, um eine entspannte Community-Session durchzuführen. Der Voice-Chat funktioniert leider nicht. Danke, Merkel, für diese wunderbare Connection. Und jetzt alle tanzen! Das ist so dumm. Ich fick mein Leben. Yeah, Party Time! Boah, wir sind Duell-Arena! Okay, Leute! Der erste, der mich besiegt in der Duell-Arena. Kriegt ein Zwani. Ich mit 14er Sensi. Wir machen nur eine Niederlage. Eine Niederlage. Ja. Das kann jetzt nicht so schnell enden. Eine Niederlage. Und Zwani. Er ist hier gespawnt. Let's go. Wo spawnt er? Kicken, zittrigen! Nein, ich darf nicht verlieren. Direkt, first try. Das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein. Das 14er Sensi tut mir gar nicht gut. Er hat mich so an den Eiern! Unentschieden, 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 unentschieden. Nein! Jetzt bin ich wieder in der Warteliste hinten. Ich hab keinen Bock mehr. Ah, Digga. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon komplett im Eimer, Alter. Mir ist schlecht alles. Armageddon, Junge, bleib stehen! Ah! Er ist zu schnell. Er ist zu schnell. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Jetzt hätte ich Movement, jetzt hätte ich Movement. Er ist verwirrt, das ist Zorns. Jungs, ihr müsst mich beschützen. Ihr müsst mich beschützen. Ah, Movement, 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 Movement. Oh Gott, guck dir das Movement an. Zack und bam und bam und bam und bam und zack wieder zurück. Arschbohrer, nein, er hat die Bombe. Was? Zurück, zack und weg und weg und weg und weg. Ich glaub's nicht mehr lange. Es ist nicht mehr lange, es ist nicht mehr lange, es ist nicht mehr lange. Jawohl! Alter, Jungs, mir ist schwindelig, Alter. Mir ist komplett schwindelig. Das ist zu viel für meine Nerven, ey. Es ist wirklich zu viel für meine Nerven, was hier passiert. Ich sehe gerade auf Twitter einen Screenshot von einer Herrschaftsrunde. Komplett voll. Kein einziger Spieler ohne RQ. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Kampfbanane, was geht, Bro? Alles gut bei dir? Du denkst ja auch, nur eine Runde entspannt WW2 zocken und auf einmal sind die nur Verrückte, Alter. Machen Flashmob in 2021. Scheiß Voice-Chat, Alter. Ich muss Kisten, ich brauch Kisten. Wieso habe ich keine Kisten an meiner Satsiki? Hey, Sir.
Wieso kostet es denn 200? COD-Punkte kaufen, komm, 10er laden wir kurz auch spontan auf. Auf spontan 10er reinballern! Yippie! Für die Boys, während wir aufs OneView... Ach, Digga, Alter, verifizieren. Bastarde! Ja, komm, soll ich hier eine von den Karten hier einlösen einfach? Auf frech? Ey, wieso, Digga, was ein Scheiß? Schmutz, Schmutz! Ich hätte so gerne jetzt Kisten aufgemacht. Komm, warte mal, ich schnapp mir den 10er, den ich hier habe. Und kratz den auf, warte mal, warte mal. Oh, der Controller, oh, alles kaputt. Oh nein, das ist legit dumm, was hier passiert. Das ist legit dumm. Bro, es ist so kompliziert, dieses neue System. Ich check es nicht. Code einlösen und jetzt, yalla, bevor wir in 1v1 sind, wir sind gerade davon bei 444. 3, Gott, Gott, wir müssen es beeilen. B, 9, N. 7, ich hab's Gefühl, wir sind schon in der 1v1-Arena. P, J, einlösen. Den 10er nehmen wir mit. Kurz ein paar Kisten für die Boys aufmachen. Ich bin Platz 2 in der Warteliste. Jungs, lasst euch mal durch. Hallo? Hallo? So, COD-Punkte kaufen. 10er. Yalla. Yalla, 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 yalla. Nein, meine 1v1. Wo ist meine 1v1-Arena? Bin ich jetzt raus aus der 1v1? Ey, ich bin nicht mehr in der Warteliste. Weil ich gerade, glaube ich, im COD-Points kaufen war. Platz 7. Na gut, wir müssen wieder warten. Jungs, wieder zurück. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. So, rein jetzt hier in die Kisten. Seltene Vorzüglichkeit. Kaufen! 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 Let's go! So, komm, einmal heldenhaft mit den Boys. Jungs, einmal, ihr müsst mich freilassen. Hallo? Nein, keine Fangen. Jungs, hallo? Nein, 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 nein. So, Boys, 6 seltene Kisten, Abfahrt. Wuhu, geil. Spontanes Pack-Opening. Einmal heldenhaft. Come on, baby, come on, baby. Hit me, baby, one more time. Einmal gönn jetzt. Ein Arschbohrer jetzt. Ach, Digga. Strickmütze, blauer Hut, ich fass es nicht. Das kann nicht wahr sein. Hallo, hallo, was sind das für Kisten? Das darf nicht wahr sein. Es sind solche schlechten Kisten. Endlich, letztes Mal 1v1. Wenn ich jetzt direkt sterbe, geht der 20 raus und dann war's das. Akimbo gesperrt, wir spielen gegen Fame Gamer. Arschbohrer kriegt jeder. Das darf nicht wahr sein. Die 14er Sensi ist halt so Arschritze. Er muss kommen, ich kann nicht moven. Nein! Komm, 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 spawn hier. Er ist drüben gespawnt. Oder? Digga, die Sensi, ich fass es nicht. Fame Gamer 266. Ich hab echt, es kann nicht wahr sein. Die 14er Sensi bricht mich, ja. 20 geht raus an Fangamer 666. Schreib mir auf irgendwo E-Mail, Instagram oder so mit deinem PSN-Namen, mit deinem Account, ein Bild, ein Beweis. Jungs, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zocken, oder? Ich habe nochmal 20 PSN geholt. Lass erstmal zocken, gut. Ab jetzt in Herrschaft. Rein jetzt in Herrschaft. So. Wir suchen jetzt Herrschaft. 20 PSN habe ich nochmal geholt. Die öffnen wir am Ende der Runde. Ja, da sind sie alle. Da sind sie alle. Nee, das sind zu wenig. Das sind zu wenig. Wir müssen nochmal neu suchen. Am Ende öffnen wir nochmal 20 PSN mit allen. 1v1 ging heute schief mit 14er Sensi. Macht gar keinen Sinn. Scheiße, was da? Alter, was passiert hier heute? Oh mein Gott. Jungs, was geht? John. Oh mein Gott. Was geht, was geht? Wir gehen jetzt rein. Wieso mache ich eigentlich, halte ich meinen Controller hier? Ich kann ja jetzt so reden. Wir gehen jetzt rein. Herrschaft Porto Dortmund 14er Sensi gegen die Jungs. 2,09er KD. Jetzt kommt's drauf an. Ich muss mich zusammenreißen. Wir dürfen nicht komplett brechen in der Folge. Müssen irgendwie probieren, die KD zu halten. Ich hoffe, AXTV ist ein Gegner-Team. Was geht, Bro? Was geht, AJ? Was geht? Ich heule. Nicht weinen, AJ, nicht weinen. Nicht weinen. Digga. Alter. Bro, wir rasieren jetzt die Gegner, okay?
Okay, Digga. Let's go, wir rasieren jetzt die Gegner. Digga, ich hab nur Gänsehaut. Ich bin so nervös. Bro, alles gut. Bro, ich hab auch einen Zittring. Ich hab 14er Sensi, bei mir geht gar nichts. Ich muss jetzt hier irgendwie probieren, halbwegs. Ja, ich hab vorhin dann nicht gesehen, Digga. Ich war der Walter White, der kommentiert hat. Ich war. Ach echt? Warte, was hast du kommentiert? Ich hab kommentiert, so, ja, hab ich schon gesehen, ey, voll geil, Digga, ich krieg deine Videos, kannst kommentieren. Ah, Ehre, Kuss, Bro. Ja, ich muss mich jetzt so zusammenreißen, 1 zu 2 ist kein guter Start. Digga. Bitte? Digga, Junge, ich hab bis ohne ungelogen 5 bis 4 Mal die scheiß Lobby gewechselt, Digga, nur um dich zu suchen, Digga, ich schwöre. Ich hab schon gedacht, ja, guck mal, mein Page verfolgt mich, Digga, ich finde was passiert, Schicksal kommt, Digga. Ich fass nicht, Bro, ich fass nicht. Na, jetzt hat's geklappt, jetzt haben wir eine ganze Herrschaftsrunde auf entspannt. Ja, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, müssen wir gleich B einnehmen, nicht, dass hier noch irgendwie die Runde gleich aufhört. Ich bin hinter dir auch. Oh, ja, perfekt, Digga. Das war's wieder komplett. Ich schwöre, ich schaue eigentlich gefühlt selten COD. Ja. Roller Bilder, Digga, du und Jim, ich werde die einzigen, die ich von COD gucken. Kuss. Davon brauche ich gar keinen, weil alle langweilig Kuss, sind. Kuss, Bro, da freuen wir uns, ohne Scheiß. Das ist ja korrekt von dir. Alter. Komm, gib mir einen Two-Piece, ey, ich bin so scheiße, ich bin so kacke, Alter. Bei der legendären Folge, ich dachte so, ja, ich hab's verpasst, Digga, ich bin so hängen geblieben. Du bist. Vor allem, ey, Ding, darf ich dir so Ideen vorschlagen, so für deinen Johnny Cooper? Hau raus, Bro, Ideen sind immer gut, ich bin immer offen für Ideen. Okay, stabil. Und zwar, was ich unbedingt mal machen wollte, also was ich machen wollte, was ich unbedingt von einem YouTuber sehen wollte, war. Zuschauer-Setup so bewerten, so weißt du, wie ich meine? Okay, du ja. Machst du zum Beispiel einen Discord-Server oder du schreibst bei Twitter so, schickst du mal eure Rooms oder sowas oder euer Setup und die schicken es dann, du bewertest es. Ja, das, Mont hat das doch, glaube ich, auch ein, zwei Mal gemacht, oder? Kann man schon mal machen, eigentlich. Yeah. Kann man schon mal machen, finde ich also, gut. Bei dir würde ich es voll fühlen, Ja, ohne Scheiß, können wir mal machen, eigentlich kann man das schon mal machen. Hätte ich schon Bock. Sage ich irgendwann im Video einen Hashtag oder so auf Twitter und dann schickt ihr die ganzen Setups und dann sage ich meine Meinung dazu. 14-14 gehe ich, krieg richtig Arschbohr hier in der Runde, das funktioniert ja gar nicht. Moin, ja. Moin, alles gut. Alles wunderbar, gestern extra für dich hier installiert, ne? Du. Ach echt. Ja, stabil, so muss es sein. WW2 einfach mal kurz wiederbelebt. Ja, absolut, ey. Ich war im Headquarter und dachte, was ist hier los? Das ist ja krasser als die Kopfhof. Keine Ahnung. Headquarter war noch nie so voll, ja. Ja, das bringt gar nichts. Ich mach mich richtig zum Clown. Ich glaube, ich habe nicht einmal 2 Kills am Stück geholt. Ich gehe 18-23. Ja, das war's dann auch schon wieder mit Axum geholt. Ja. Ja, Mann, Digga. Das war's dann auch wieder mit der 2 AKD. Ja. Ey. So, komm, ich hole jetzt einmal Tupis Döner geholt hier. Nice. Wir müssen jetzt langsam die KD. Bro, warte kurz. Junge, ich bück mich hier so nach vorne, ich krieg so ins Gesicht, das ist der Wahnsinn. Ey! Arschbohrer kriegt jeder! Come on, ich mach jetzt hier die Streaks klar mit 14er Sensi. Dann ist. Komm ich zum Auf. Ey Jungs, ich mute mich mal ganz kurz, wir sehen uns am Ende der Folge. Ich quatsch kurz mit den Zuschauern im Video, ja? Also wir sehen uns am Ende der Runde, meinte ich. Am Ende der Runde quatschen wir da. Ja, passt schon. Bis gleich, Alter. Kuss. So, Alter. Alter, Leute, was geht hier ab, Mann? Erstmal vielen lieben Dank an alle, die hier teilnehmen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Seid nicht traurig, wenn wir nicht in einer Runde waren. Es ist wirklich insane, was hier abgeht. Ich bin absolut sprachlos. Es ist unfassbar. Es macht mir super, super viel Spaß. Der ganze Kanal macht mir unfassbar viel Spaß. Die Sessions hier machen mir Spaß. Und ich bin so, so, so glücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben. Eieieiei, QXTV drückt uns falsch, Mega. Ach, Bro, Mano. Ja, gestern Abend war ich saufen. Kurz nochmal ein bisschen Flagge einnehmen und tot. Gestern Abend war ich saufen mit Basti und ein paar anderen auf einer Homeparty. War ziemlich lustig. Ziemlich viel gesoffen. Ihr wisst ja, Dopamin-Detox-Challenge. Bin ich am Stissel. Ich habe aber auch gesagt, dass, ja, wenn ich unterwegs bin, irgendwie eine Party am Start ist, dann werde ich auch Alkohol trinken. Und das habe ich gestern dann. Das habe ich gestern dann auch gemacht. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr lustiger Abend. Aber ohne Scheiß. Es ist
Oh! Es ist ehrenlos wie... Nein, falschen Jäger. Ach, Digga. Es ist ehrenlos, wie rattig ich auf Sucht werde. Es ist wirklich widerwärtig. Echt, das ist wirklich schlimm. Man muss mir mein Handy wegnehmen. Ich schreibe auf WhatsApp die größten Bastard-Nachrichten, Bro. Es ist so cringe. Ich schäme mich am nächsten Morgen so sehr, wenn ich auf mein Handy gucke und ich sehe, was habe ich da wieder geschrieben. Deshalb, mein Tipp an der Stelle, kennt eure Limits. Das schon mal zum einen. Das war aber nicht viel das Problem, weil ich habe mein Limit eigentlich gekannt, habe dann auch irgendwann aufgehört, Alkohol zu trinken und schon ein bisschen Wasser getrunken. Kennt eure Limits und vor allem, wenn ihr rattig seid, fangt nicht an, 3, 4 Uhr nachts WhatsApp rauszuholen und die Kontakte spielen zu lassen. Das funktioniert nicht. Kein Mensch auf der Welt, der um diese Uhrzeit wach ist, zu Hause liegt, im Bett und Serie guckt, hat Bock auf so einen besoffenen, horny Bastard, Digga. Wird nicht funktionieren, klappt nicht, lasst es sein. Ihr macht euch nur zum Affen, am nächsten Morgen bereut ihr es. Naja, das war auf jeden Fall zu gestern Abend. Es war trotzdem super, super lustig. Katermäßig Tipps, die ich am Start habe, bevor die Runde zu Ende geht, ist auf jeden Fall Wasser zu trinken, schon bevor man schlafen geht und vielleicht eine Kleinigkeit zu snacken. Nicht viel, nicht Sprudelwasser, ne, sondern stilles Wasser und so auf ganz gemütlich gut kauen. Dann sich entspannt hinlegen, pennen gehen und morgens nicht zu lange im Bett versauern, sondern irgendwann die Füße hochkriegen, rausgehen, paar Schritte machen, den Kreis auf den Gang kriegen, was essen, was trinken und jetzt hier reden und ich fühle mich schon wieder viel, viel besser und der Kater ist besiegt. Wir gehen in-game rein. Let's go, Jungs. GG's, GG's, Axel. Du bist der beste Spieler der Welt. 71-19. Ich hasse dich, Bro. Ich spiele nie wieder gegen dich. Ja, danke, danke. Danke, danke, sagt er. Ich passe es nicht. Jalla, ich suche neue. Bis später. Ciao. Alles klar. Ey, wie wahnsinnig ist das, Alter, wie wahnsinnig. Ja, wieder dieselbe Lobby, ich fick mein Leben. Die Folge wird so überlänglich, ich weiß gar nicht, wie ich die schneiden soll, ne? Was ist denn jetzt eigentlich meine KD? Nein. 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 Leistenbruch. Nein. Nein! Wir haben noch eine Runde Herrschaftszeit. Um die 2er KD hinzubiegen, sonst gibt es in der nächsten Episode eine Bestrafung. Ey, ich bin unter 2er KD gefallen. Oh, ich bin 1,99 gefallen. 14er Sense geht komplett nach hinten los. Ich treffe keine Kugel. Scheiße. Das war bestimmt wegen der letzten Runde, wo der Typ 71,99. Ja, Digga, ey, QXTV, okay. Wirklich vielen Dank, ehrlich. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Jetzt noch komplette Gameplay-Sweaterei hier, Alter. Bam, Alter, bam! Let's go, John. Let's go. Das wird deine Runde. Das ist jetzt meine Runde. Ehrlich, ehrlich. Ich muss jetzt voll Fokus gehen. Ja, Mann. Ich werde auch richtig campen. Richtig campen. Spiel dreckig. Spiel wie ein Wichser. Ich spiel wie ein Wichser. Ja, ja. Safe, safe, safe. Erster Kill. So. Ich muss jetzt hier so eine gediegene 3er-KD und dann sollten wir wieder fein raus sein. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts! Damit, was für Streaks hast du dabei? Drohne, Artillerie und Fallschirmjäger. Wenn du Fallschirmjäger erreichst, 20er PSN. Yalla. Okay, Allah, Digga. Direkt schwarz vor Augen. Ich muss aber sagen, ich habe das Spiel nicht viel gezockt. Alles gut, alles gut. Du hast Glück. Alles gut, alles gut. So, come on. Gott, oh Gott. Nein, nein, oh Hosenschisser. Was ist der für einer mit Anforderungen? 4-2, okay, das ist eine 2er KD. Das ist noch eine 2er KD. Jetzt sterben wir ein Choke. Jawohl, die 14er sehen sie, die 14er sehen sie, kommt langsam rein. Na, jeder Tod ist für mich gerade pure Qual. Nein, wichtig, wichtig, wichtig. Summit links kommt einer bei dir. Let's go. Ja, beide letzte. Axum, Axum, ich bin gestunt. Stun, die Stun muss nicht sein. Hier kommt einer. Nein, es ist Blödsinn! Scheiß Sensi! 8-4, ja, ihr habt mich durchgebrochen. Oh nein, nein.
Digga, du Sensenmann, Digga, du bist so ein Gottverdammter. Oder ja. Wenn ich hier sterbe, ist er durch, der Bruch. Richtig. Oh Mann, Alter. John, begleite dich. Begleite mich, Bro. Ich brauch hier Personenschutz. Axum, du kleiner Schwitzer. So. Axum, du kleiner Schwitzer. Ich scheiß auf falschen Jäger. Nein, ich komm nicht um die Ecke. Das darf nicht wahr sein. War's. TTD 12-8. Ja, der Bruch ist durch. Oh mein Gott, es ist so zu wetzig. Oh nein. Two-Piece, come on. Dream is alive. Hinten kommt einer bei A. Sie sind im Bunker. Betäubungsgranate geworfen. Ey, nee, es kann nicht sein. Wichtiger Kill. Ganz wichtig gerade hier. Nein, das ist unnötig. Digga, das ist unnötig. Mach ich da den Kill, ist wieder alles drin. Ich bin jetzt echt am Ölen gerade. Oh, moin, John. Moin, das geht. Ich bin unter 2er-KD gefallen. Ich muss mich jetzt gerade hart konzentrieren. Jeder Kill ist gerade ganz entscheidend. 17-9. Oh Gott, ich Digga, kämpfe noch. Das geht. Kotzt gleich im Strahl, Digga, dieses Dreckcreme. Oh mein Gott, ich schwitze am ganzen Körper. Das darf nicht wahr sein. So, jetzt Fokus ab, Alter. Fokus ab. 17-9. Ich muss. Es ist wirklich noch alles drin, ne? Ich darf nicht sterben. Muss jetzt ein paar knackige Kills holen. Ah, ist alles drin. Push mal mit mir Mitte. Nein. Nein. Ah, jetzt. Wichtiger Two-Piece. Oh Gott, ja! Ich hab Vorräte, Jungs. Come on. Let's go, Digga. Ich küsse dein Herz. Komm mal. Gut gemacht. Ich küsse deinen Partner. Ja, Digga, ja. Oh mein Gott. Nein. Unnötiger Push. 22-10. Damit könnte ich eventuell. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Kills mehr positiv, um die 2KD noch rauszuretten. Wir sind damit 1-9-9. Irgendwie ist nochmal hier der Proof, nicht dass du sagst, hey John, du spielst ja keine 14-14. So, komm, gönn einmal Vorräte. Mörserschlag. Na gut. Oh nö. Wichtiger Kill. Damit kann man am Ende vielleicht dann doch noch den einen oder anderen Kill rausholen. Auf jeden Fall AR viel besser als diese fucking MP. Unnötig! Einfach kein Auto-Aim! Hallo, John. Ach, Bro, was ist das für ein Lobby? Mann, was ist das? Ja, ich spiel jetzt Campy, ich push nicht mehr rein, ich krieg nicht. Axum. Ja, guck dir den Zittrigen an. Axum verbockt's mir gerade. Wir sind wieder unter 2. Oh Mann, Alter. Richtig. Einmal noch Vorräte und dann hoffen. Ach, Digga, knackst du mich die ganze Zeit! Ja. Schalldämpfer, wer. Nein, da ist einer. Komm, lass mich hier rein. Wichtig! War die Reveal-Roll? Hier war doch eine Reveal-Roll. Scheiß drauf. Wir haben noch Mörserschlag. Soll ich ihn auf B knallen? Ich hau den jetzt auf B. Ja, okay, sind die alle. Nein, Axum, kein Kill mit Mörserschlag. Das war meine letzte Hoffnung. Wir sind ein Kill unter 2er KD. Wie denn
22, 25, Digga, was ist das? Oh mein Gott. Jetzt ist er durch, PTV-Shits. Wir müssen ein paar Captures holen, Jungs, wir bauen ein paar Flaggen. Holt euch A. Du B. Bei B ist einer noch, denn Manny RNC ist. Ach man. Zittring, wichtiger Assist, stark. Schön. Sie sind in den Ruinen. Nein, hinter mir. Der Spot. Nein! Axum! Wir sind gerade auf 2. 32-16 stehen wir gerade. Ich muss jetzt noch 3-4 Kills machen und dann nicht mehr sterben. Dann könnte ich noch glatt auf 2,00 kommen. Das könnte mich noch retten. In die nächste Folge und dann wieder. Ist das noch eine Runde oder ist das deine letzte? Das ist meine letzte Runde. Ach nein, tot. Titi, wie schätzt, macht's kaputt, er hat nicht mehr RQ drin. Der kleine 31er. Ach Bro, das ist so frustrierend, gegen solche Leute zu spielen. Ja, ich spiele so fest. Komm. Hier ist noch einer, Summit. Nein, Axel. 35, 18. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie... Ich glaube es nicht. Na, 3 Kills vielleicht noch. 3 Kills ohne zu sterben. 3 Kills ohne zu sterben. Wo fängt diese Map aus, bitte? 3. Das war's, jetzt ist er durch. Nein! Wir sind unter 2. Das ist es jetzt. Jetzt werde ich nochmal richtig geknallt, hier, Titi, wie schätzt. Danke, Merkel. Das kann nicht sein! Nein! 27, 30 und bitte ähnlich gekillt. Das darf nicht wahr sein! Ihr kleinen 31er Axon, du kleiner Hund! Digga, ich war so im Loch, Digga. Schau meine Stats an. Ja, Bro, aber du hast ja meine 2er-KD jetzt endgültig kaputt gemacht. Jetzt ist Bestrafung nächste Episode. RIP. Fortnite. Oha, Digga, fühle ich mich geehrt natürlich. Ich hasse euch. So, wir machen jetzt noch ein paar Kisten zum Abschluss auf, Digga. Die Folge geht so lange, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, Alter. Ach du Scheiße. Oh Gott. Geht jetzt Headquarter? Oh Scheiße, Mann. Oh mein Gott, was war das, Digga? Einfach Shaitan gedruckt. Aus der Hölle. Jungs, ich geh jetzt ins Headquarter, noch ein paar Kisten aufmachen. Yalla. Kommt mit. Mein Kopf, Digga, was? Welcher Mensch soll das alles verarbeiten, was hier gerade passiert? Ey, in 2 Wochen schon geändert, Alter. Ja, so krass. Frank. Zeit vergeht wie im Flug. Schon so gehypt auf den Zombie-Modus. Echt, Zombie juckt mich gar nicht. Knall nochmal eine Kiste, Bro. Ich glaube, das Headquarters dead, wo wir drin sind. Kann es sein? Kann sein, Schmutz. Bro, ich glaube, sollen wir neu suchen? Ja, das ist jetzt die KD, 1,98. Wir müssen in der nächsten Episode so hart reinschwitzen. Also einmal ist es eine Bestrafung von euch. Könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Und wir müssen so hart reinschwitzen, denn wir müssen wieder raus. Wir müssen raus aus dem Loch, weil sonst gibt es jede Episode eine Bestrafung. Das können wir uns nicht erlauben. Komm nochmal ins Headquarter, einmal jetzt Glück haben. Nochmal ein paar mehr Zuschauer. Dann knallen wir nochmal den Zwanni in Packs raus. Ich schwöre, wenn ich jetzt hier wieder keine heldenhafte Sache drin ist, dann ist das so rigged, dieses Kistensystem. Es ist so rigged. Bro, was ist das? Ey! Arschritze! Duplikat! Ey, was ist denn eine Scheiße? Es ist doch... Ja, heldenhaft! Oh nein! Das darf nicht wahr sein! Noch 5 Kisten. Nochmal heldenhaft! Come on! Nein! Das darf nicht wahr sein! Komm jetzt! 3 Kisten noch. Come on, Baby. Einmal noch. Ja, heldenhaft! Und... Jawohl! Eine Sniper ist es! Nice!
Nice, da müssen wir eigentlich auch eine Sniper-Spezial-Episode die Tage mal machen mit der heldenhaften Waffe. Das machen wir, das ist geil. Eine Kiste haben wir noch und dann ist Feierabend für heute. Und Schmutz. Episch. Kuss, Freunde, das war's für heute, okay? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, ihr seid die Besten, Mann. Jungs. John, ja. Ich möchte einen Witz erzählen. Erzähl jetzt deinen scheiß Witz. Also es ist ein Physiker-Witz. Ach, Bro, aber was? Den Magnet jeder. Okay. Hau raus. Hast du den Witz schon erzählt? Hau rein, ja. Ich hab nichts verstanden. Bro, mir ist schwindelig. Wir lassen das, glaube ich, oder? Scheiß Server. Jungs, es war mir eine Ehre. Ich bin jetzt raus für heute, okay? Kuss. Ja, Kuss, 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 Kuss. Ich küsse eure Herzen. Ich küsse eure Herzen. Habt einen schönen Samstag noch. Yalla. Danke, dir auch. Danke, Mann, danke. Kuss. Johnny, danke. Kuss, Bros. Kuss, Jungs. Kuss, 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 Kuss. Was war das für eine Episode? Oh mein Gott. Überlänge. Was schreibt denn jetzt in die Kommentare, wenn ihr dieses komplette Video geschaut habt? Was schreibt ihr? Hashtag Überlänge in die Kommentare. Richtig kreativ. Schreibt es mal in die Kommentare. Das soll es für die heutige Episode gewesen sein. Wir machen in der nächsten Episode eine Bestrafung, da wir unter 2KD gefallen sind. Die Bestrafung könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Zudem müssen wir nächste Episode richtig, richtig reinölen. Hoffentlich dann ja auch wieder mit vernünftiger Sensitivität, damit wir irgendwie wieder über die 2KD kommen. Das war's für heute. Es war eine unfassbare Session. Ich spucke schon wieder rum. Ich bin raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen, prächtigen Restsonntag. Ich bin raus. Haut rein. Ciao. Ciao.